Wir schauen uns noch schnell den Leuchtturm an, wenn ich da überhaupt drauf komme. Da hinten ist Loot. Ich habe dich gesehen, Loot. Kartenstück. Ja, schön. Die Aussicht. Oh, da unten ist was. Dann werden wir da runterhopfen. Komme ich überhaupt auf den Leuchtturm rauf? Ah, oh, ja. Ich sehe schon. Mit Jetpack-Künsten komme ich darauf. Das wird schwierig. Oh, wir probieren's. Wir probieren's. Ist hier mega Blut oben. Ist eigentlich nicht wieder. Ja, Mr. Skywalker zeigt vor, wie es geht. Ja. Yep. Ja. Oh, ich glaube, ich kann schon wieder ein neues Skywalker-Video machen, so wie er sich verhält. Schaut euch diese Moves an. Unglaublich. Oh je. Yeah. Nein, kletter rauf, du. Skywalker hat mich zu viel abgelenkt. Ach schön, dass du es überlebt hast. Wo steht da diesmal? Oh! Revant Walker. Das auch noch. Ah, jetzt steht er mal ganz normal drauf. Uff. Alex, Big Money. Na schön. Als ob ich weiß, wie man das hackt. Geht doch. Was? Okay. Zufällige Nummern eingeben, so hackt man das. Oh. Das schon. Oh. Schnell speichern besser, das schaffe ich nicht nochmal. Ach komm. Da wird doch noch irgendeine Mega-Waffe sein. Foto. Na Gott sei Dank. Deswegen bin ich hochgekommen. Ich muss niesen. Da! Oh! Explosivbolzen. Oh. Und dann runter zum Boot. Rollkraut. Oh, oder wollen wir zur Hütte rüber? Ich glaube, die Hütte war gefährlich. Es geht zum Boot runter. Boote, Boote, Boote. Bin mir fast sicher, dass er schwimmen kann. Brust und Krallen, unglaublich. Wow. Ah, Mist. Wo ist meine Ausrüstung für das? Strahlung. Wow. Okay, probieren wir es nochmal. Ware wurde nach Vorschrift überprüft. Zwei nicht gelistete Container gefunden. Der Kapitän versichert, dass die Ware ordnungsgemäß ist. Geheimhaltungsstufe A. Vorgesetzte wurden kontaktiert. Bewilligung von der Zentrale erhalten. Container müssen nicht durchsucht werden. Ja.
Oi. Ich kann mich hier drin nicht heilen. Das wird besser geplant jetzt. Ich glaube, ich kann wieder rüberfliegen, weil ich wie einen Vollkoffer nicht gespeichert habe. Yep. Okay, bessere Planung. Wo liegt mein Trank? Strahlung. Quickslot. Hier. Ist Ray nicht mitgekommen? Runter. Mal grauen lieber. Okay, den ersten Felsen, wo man stehen kann, dort wird gespeichert. Ray? Nicht in der Nähe. Okay, holen wir uns die Loot. Das war's schon mit mir. Ja. Die kleine Ratte im Weg. Aber das schaffen wir. Oh. Ich könnte eine Drohnenkontrolle hauen. Haben wir noch Granaten? Ich glaube nicht. Nein, nur eine Drohnenkontrolle. Von Drohnenkontrolle. Mal schnell aufs Leben schauen. Okay, raus hier, raus hier. Ich glaube, die Drohne macht gerade nichts. Ah, Ray ist da. Und nochmal schnell speichern. Ein bisschen Loot haben wir ja schon bekommen. Und dann wieder rein. Oh, nein. Wurde nach Vorschrift überprüft. Zwei nicht gelistete Container gefunden. Der Kapitän versichert, dass die Ware ordnungsgemäß ist. Geheimhaltungsstufe A. Vorgesetzte wurden kontaktiert. Bewilligung von der Zentrale erhalten. Container müssen nicht durchsucht werden. Du gehst vor. Natürlich gehe ich das. Okay. Heilung. So. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ray, du Fagling. Okay, nein. Du gehst vor. Probieren wir es noch einmal. Den Ring haben wir bekommen. Das Wichtigste. Okay. Ich warte hier. Nein, das war's. Das war's. Das zahlt sich nicht aus. Raus hier. Und zurück zur Missionsabgabe. Ich hoffe, er gibt mir eine Waffe. Oh. Gib mir was Gutes, Mann. Hier hast du deine Waffe zurück. Ich weiß diese Geste zu schätzen. Und es wäre mir eine Freude, wenn du dich entschließt, unserem Bund beizutreten. Das Potenzial ist da. Und vielleicht überzeugt dich das hier als Geste unserer Wertschätzung. Habe ich was bekommen? Habe ich eine Waffe bekommen? Eine Rüstung? Nein, das haben wir selber gelootet. Was haben wir bekommen? Such jemand anderen zum Reden. Oh. Vielleicht finden wir jemanden anderen zum Reden. Ansonsten werde ich hier ein bisschen herumloten. Tschüss, Dewar. Wir haben eine Spinne in das Lager gelockt.
Mal schauen, wie die Legaten damit umgehen. Kommt schon, Jungs, zeigt, was ihr drauf habt. Ach du Dreck. Hopp, da ist schon wer tot. Wie viel Leben hat denn das Ding? Habe ich gerade den Falschen getroffen? Haben sie es geschafft? Gute Arbeit. Oh. Leider kriegt man das sowieso nicht. Gute Loot von den Toten anscheinend. Der hat es auch nicht überlebt. Sehr schön. Sehr gute Arbeit, Team. Sehr gute Arbeit. Was wollte ich hier? Ich glaube, ich habe hier die Loot bekommen. Noch einen Ripper finden, den wir ins Team locken. Oh, schauen wir noch, was hier drüben liegt. Ich weiß, hier ist noch Loot. Irgendwo versteckt, aber auch starke Gegner, die dich zerrippern. Yep. Geldbündel. Oh, yep. Wieder Cut. Oh, mal schauen, ob ich es bereuen werde, mich mit den Klerikern zu verbünden. Jo. Wegen der Gefallen. Du bekommst bald wieder Schrott geliefert. Hört, hört. Da hast du wohl mächtig auf den Busch geklopft. Ja, die Insel im Süden wird in Zukunft genug Metall für dich abwerfen. Es freut mich, dass du gute Nachrichten im Gepäck hast. Schlechte liegen schwer im Magen und haben zu viele Nebenwirkungen für meine Männer. Ist das alles oder hast du mir noch etwas verschwiegen? Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Selbstverständlich hast du das. Ich wollte nur sicher gehen. Hier, wie versprochen, der Anteil für deine Hilfe. Bring mir etwas bei. Wird gemacht. Die Trophäen. Warum nicht? Wegen der Gefallen. Was steht als nächstes an? Ah, du willst dich auf die nächste Bewährungsprobe stürzen. Dir quillt der Eifer ja aus allen Poren. Das sehe ich gern und ich will dir auch sagen, warum. Mein nächster Coup ist schon in Planung und für dich ist die Hauptrolle reserviert. Und was soll ich tun? Weißt du, normalerweise bin ich ein Ehrenmann. Ergo bezahle ich fast immer meine Schulden und lege noch etwas obendrauf. Jetzt brauche ich jemanden, der mir die lästige Laufarbeit abnimmt. Andernfalls würden meine sonstigen Geschäfte leiden. Das verstehst du doch sicher. Nimm du mir die Arbeit ab und der Kassensturz wird sich für dich bezahlt machen. Wem schuldest du etwas? Ace. Vielleicht bist du ihm schon begegnet. Ein ziemlich windiger Kerl mit einem glücklichen Händchen. Und dieses Glück hat ihn auch nicht bei einem Spiel gegen mich verlassen. Das ist natürlich angesichts der Tatsache, dass mich sonst jeder gewinnen lässt, bemerkenswert. Denkst du, er hat betrogen? Vielleicht, aber das ist nicht wichtig. Ich bin kein schlechter Verlierer. Ich zahle. Immer. 1000 Splitter stehen auf dem Schuldschein. Zudem werde ich ihm die Summe mit einem kleinen Präsent verzinsen. Ich begleiche deine Schuld bei Ace. Tu das. Hier hast du die Splitter. Und natürlich darf meine Überraschung nicht fehlen. Hier. Leg sie einfach in die Hütte zwischen der Arena und dem Marktplatz ab, unterhalb von Docs Bude. Am besten direkt auf den Tisch. Eine Überraschung will ja präsentiert werden. Es ist der Kopf von seinem Bruder. Ich weiß es. Okay, wo ist diese Mission? Da, bam. Bam. Der Kopf von seinem Bruder. Eindeutig. Was haben wir da? Fleisch. Lecker. So. Wo genau will er, dass ich es ablege? Hier beim Käfig.
Das ist seine Bude. Nein, das ist seine Bude. Der wird sich freuen. Rohstuhl, Ablagerplatz. Kiste ablegen. Das ist eine kleine Kiste für seinen Kopf. Muss ich sie auspacken auch noch? Dann wäre eigen. Schauen wir mal. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Okay. Ich bin mir sicher, es ist der Kopf. Ich weiß gar nicht, ob ich es herausfinden werde. Hallo, der Typ. Später, später. So wie mit Red. Red wird auch später kommen. Wie ich diese Ratte hasse, sollte die Ratten vor seiner Presse abschlachten. Oh! Schöner Garten. Zigaretten können wir klauen. Rohes Fleisch auch. Ich meine, das sind die Outlaws. Das ist natürlich nicht klauen, was wir hier machen. Warum ist der Typ blau? Das glaube ich nicht. Barkeeper. Ergibt das irgendeinen Sinn? Der Müllbaron will seine Spielschulden begleichen. Er zahlt tatsächlich? Die Jungs hatten mir alle davon abgeraten, mich auf ein Spiel mit ihm einzulassen. Als ich ihn dann über den Tisch gezogen habe, dachte ich schon, er macht kurzen Prozess. Aber jetzt zahlt er auch noch. Es hat sich also tatsächlich bezahlt gemacht, nicht auf die Idioten zu hören. Er gab mir auch noch eine Kiste mit. Und wo ist sie? Ich habe sie in deiner Hütte abgestellt. Die gehört mir nur zur Hälfte. Die andere gehört meinem Bruder. Aber das nur so nebenbei erwähnt. Soll er sich die Kiste schnappen? Ich bin nur an den Splittern interessiert. Neben ein paar toter Ratten wird eh nichts von Wert in dem Ding sein. Wie gewonnen, so zerronnen. Du Idiot. Oh. Gehen wir zurück zum Baron. Er wird ganz enttäuscht sein, dass er nicht weiß, was in der Kiste noch drinnen ist. John Jack, Sprinter mal. Nochmal speichern, bevor er das mit den Klerikern mitbekommen hat. Wegen der Gefallen. Du kannst den zweiten Gefallen als erledigt betrachten. Darauf habe ich gewartet und du kommst genau richtig. Wenn ich richtig informiert wurde, dann ist unser Überraschungsgast soeben eingetroffen. Und er wird sicher einen Blick auf das Präsent werfen. Warum glaube ich, dass ihm die Überraschung nicht gefallen wird? Er wird nicht die Zeit haben, darüber zu entscheiden. Wie darf ich das verstehen? Oh, Granaten. Hör einfach genau hin. Oh, doch nicht der Kopf. Was war das? Das war meine Überraschung. Spade ist gerade vor Freude in die Luft geflogen. In der Kiste war eine Bombe? Exakt. Und das hat das Schwein wohl auch gemerkt. Das war gute Arbeit von dir. Ich will bezahlt werden. Wie ich schon sagte, ich zahle immer. Hier die Bezahlung. Und es steht dir frei, die Hütte zu beziehen. Yes. Auch wenn sie jetzt stark renovierungsbedürftig sein sollte. Egal, egal. Oh, Bob, also manchmal... Sprich dich ruhig aus. Lass gut sein. Oh, hat er nichts mehr für mich? Okay, dann wir uns die Hütte noch an. Schauen wir mal, was für eine schöne Überraschung zurückgeblieben ist. War ich in dem Teil der Map schon mal? So, wo war die Hütte hier? Ah, hier ist sie. Sehr schön. Kann ich noch was rausloten? Hey, Spade! Wäre klasse, wenn wir das Geld von ihm bekommen würden. Oh je. Yeah. Oh, ja. Sehr schön. Gute Arbeit, ich.
immer schlafen. Oh. So, wo ist... Da ist der Typ, mit dem reden wir noch. Hui. Hey, du! Du bist doch neu hier. Ich weiß nicht, ob man es dir erklärt hat, aber der Duke, also mein Boss, erhebt Steuern auf sein Territorium. Und ich, armes Schwein, darf sie eintreiben. Und weiter? Ich habe dem Boss schon oft genug erklärt, dass ich kaum dafür geeignet bin. Aber wenn ich ihm die Splitter nicht bringe, legt er mir einen Strick um den Hals oder hetzt mir meine Frau auf den Arsch. Du würdest mir also einen riesigen Gefallen tun, wenn du mir die Kohle gibst, ohne Ärger zu machen. Ich habe nämlich kein Interesse daran, als Krähenfutter zu verenden. Ich glaube dir kein Wort. Ich bin bis jetzt wirklich freundlich gewesen, aber wenn du mir die Splitter nicht freiwillig gibst, muss ich sie mir nehmen. Der Boss steht in der Sache ganz klar hinter mir, also leg es besser nicht darauf an. Jeder weiß, dass ich das tun muss, und sie werden nicht zögern, mir dabei zu helfen, dir die Taschen zu leeren. Und ob du dann noch in einem Stück bist, wer weiß. Du willst meine Splitter? Dann zieh deine Waffe. Hast du mir nicht zugehört? Die Jungs hier werden mir sicher zur Seite. Niemand wird dir zu Hilfe eilen. Du bist weder ein Kämpfer, noch hat dich irgendjemand beauftragt, Splitter einzutreiben. Aber... Erspar mir das weitere Theater. Okay, okay. Ich gebe es ja zu, ich wollte dich nur abziehen. Ich verprasse die Splitter meiner Alten, um das Leben erträglicher zu machen. Und wenn ich nicht von Zeit zu Zeit die Kohle ranschaffe, schlägt sie mich zusammen. Warum lässt du dich von ihr zusammenschlagen? Wenn ich ihr die Stirn biete, endet das Böse für mich. Ich habe ihr genau einmal gesagt, sie soll ihre Klappe halten. Als nächstes habe ich mich bei Doc auf der Pritsche wiedergefunden, vollgepumpt mit allerlei Mist, damit ich meine Beine wieder fühlen kann. Eine ganze Woche lang konnte ich nur noch Flüssignahrung zu mir nehmen. Erzähl mir mehr über deine Frau. Meine sogenannte Frau, Iron Madison, das Dreckstück, behandelt mich wie Abfall. Wegen ihr ist mein Ruf im Eimer. Jeder Penner lacht über mich. Als mein Vater nie noch am Leben war, lagen die Dinge anders. Vor dem hatten sie Respekt. Jetzt heißt es nur noch, seht, da ist Liam, Nies Sohn, die größte Witzfigur weit und breit. Ich sag dir, irgendwann vergifte ich das Weib und hab meine Ruhe vor ihr und allen anderen. Eine Trennung kommt nicht in Frage? Das Einzige, was sich trennen wird, ist der Kopf von meinen Schultern, wenn ich diesen Schritt gehe. Früher, ja, da hatte sie noch etwas, das man als sympathisch bezeichnen kann. Aber seit der große Boss und die anderen starken Kerle im Fort kein Interesse mehr an ihr zeigen, ist bei ihr eine Sicherung durchgebrannt. Sie konnte es wohl nicht ertragen, dass andere ihren Platz eingenommen haben. Und ihren Frust baut sie jetzt mit Schlägen ab. Wenn sie niemanden findet, schlägt sie den, der ihr am nächsten ist. Aber ich will nicht weiter über sie reden. In Gedanken bin ich eh bei einer anderen. Entzückend. Tipp von mir. Nicht jedes Paar Brüste lohnt sich. Okay. Entzückend. Oh. Gibt's da nicht eine Mission? Bin mir sicher, da gibt's eine Mission. Wo ist sie? Nesti reden wir zurzeit nicht. Die bringt mich nur um. Da. Hallo. Ich bin's geschossen, der Mann. Je mehr Nehmer. Wir töten, umso mehr wird man uns fürchten. Okay, das gibt keine Mission. Ja. Ja, William. William gehen wir noch reden, dann ist vorbei hier. Schauen wir mal, ob wir die Müllbaron-Quest bei ihm abhaken können. Dann auch noch Verstärkung holen. Wer ist das? Ja. Du verdammtes Arschloch! Dass mein Bruder tot ist, ist allein deine Schuld! Alles, was für mich einen Sinn hatte, ist wie weggeblasen. Du bist selber daran schuld. Willst du mich verscheißern? Du hast dich auf ein Spiel mit dem Müllbaron eingelassen, das du nicht gewinnen konntest. Und wenn ich 1000 Spiele verloren hätte, hat er nicht das Recht, meinen Bruder zu töten.
Ich werde meinen Kummer in der Bar ertränken. Aber vorher klären wir zwei die Angelegenheit, wie es unter Männern üblich ist. Nein, ich kann nicht schnell speichern. Du kannst nicht gewinnen. Es ist mir egal. Ich kann nicht so tun, als wäre nichts passiert. Einer von uns beiden stirbt jetzt. Ihr habt hier nichts verloren! Ray? Jetzt dir. Wo ist mein... Da. Möchte seine Waffe haben. Ei. Jetzt bin ich hier wieder irgendwo. Oh, komm schon. Steht einfach nur daneben und schaut zu. Oh, wo schmeißen sie mich raus? Entzückend. Okay, hier. Was brauche ich für diese Waffe? Die andere. Stärke haben wir, Geschicklichkeit. Die werden wir wahrscheinlich nicht zusammen bekommen jetzt. Nein. Elex-Tränke. Den habe ich gar nicht ausgewählt. Doch, habe ich. Elex-Tränke, haben wir Elex-Tränke. Nein, haben wir nicht. Boah! Mist! Wir versuchen es nochmal. Was haben wir da? So. Du verdammt! Du kannst nicht. Ihr habt hier nichts verloren! Der Kampf läuft schlechter als der andere. Und schon Ray, wehre dich. Entzückend. Ach, Presserie. Ah, ja. Will den Kampf gewinnen. Es muss sein.
ein... Ihr habt hier nichts verloren! Tja! Geht doch! Oh, 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 oh. Hab ich den nicht getrunken? Oh. Du verdammtes... Letzter Versuch, letzter Versuch. Ihr habt hier nichts verloren. Warum hat der Typ so viel Leben? Eieiei. Ja, wirklich. Wir rennen einfach in den Weg. Sagt lächerlich. Warum war der Kampf so schwierig? Oh. 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 Wegen der Hauptmänner. Mad Bobs Schrottlieferungen kommen wieder an. Sehr gut. Wir brauchen das Metall dringend. Hier, hast du ein bisschen was dafür. Du hast die Zusammenarbeit mit Mad Bob wirklich überlebt. Zeichne mich ernsthaft erstaunt. Du scheinst gut mit Menschen umgehen zu können. Bullet draußen vor den Toren braucht Verstärkung. Scheiße, ich habe es geahnt. Wir brauchen die Männer eigentlich hier im Lager. Wie viele Männer braucht er denn? Er sagt so viele wie möglich. Mit der Information kann ich nichts anfangen. Ich werde ihm zwei Männer schicken. Das muss reichen. Okay, zwei Männer. Hoffen wir, dass Lucy nicht stirbt. Das ist das Wichtigste. Hallo Wyatt. Oh boy, das geht schon los. Freund. Vergiss es. Über... Ich hab... Tja, mein Freund, ich glaub... Jo, Mann! Wir haben da unten einen fetten Kampf. Du Scheiße! Ich glaube, das überlebt niemand. Ich helfe dir! Und das Fett. Schiss doch nicht! Ah. Spike! Habe ich die Mission jetzt
Muss ich nochmal mit ihm reden? Bullet. Ja. Ich werde. Spike! Spike! Da draußen geht die Party ab. Wieder. Ich glaube nicht, dass ich viel Schaden mache. Das wird ewig dauern. Das wird ewig dauern, der Fight. Das wird ewig dauern. Ja. So viele Fleischgrillen. Trink mal eine Ladung. Oh, ist ja nicht so, als könnte ich viel machen. Raid, Raid, Attacke, Raid. Komm schon, Jungs. Das ist doch easy. Easy! Race down. Easy ist das. Nein, wo rennst du hin? Wo rennst du hin, du verrückter Typ? Komm schon, Lucy, den hol bei uns. Kluge Entscheidung. Wuff. Ach, die Fresse, Ray. Zu schleichen. Ich merke es ja doch. Oh. Haben alle Outriders, Outlaws überlebt? Hey, hallo, du. Lucy. Du bist doch derjenige, den Bullet zu William geschickt hat, um Verstärkung zu holen, oder? Ja, Was auch immer du mit William ausgemacht hast, es waren nicht genug Leute. Und weil wir nicht genug Männer hier hatten, ist Bullet verschleppt worden. Was meinst du mit verschleppt? Eines dieser Biester hat Bullet am Fuß gepackt und mitgeschleift. Ich konnte es beobachten, aber ich hatte alle Hände voll mit den anderen Biestern zu tun. Er hatte keine Chance. Das ist deine Schuld. Ich will, dass du Bullet suchen gehst. Ich werde ihn suchen. Gut, ich habe gesehen, in welche Richtung er verschleppt wurde. Das Biest hat ihn Richtung Westen davon geschleift. Vermutlich haben sie irgendwo in dem Canyon ihr Nest. Such dort und ich bin sicher, du wirst ihn finden. Alles klar. Ja, weil das sicher gut ausgeht. Für mich war die Episode vorbei, wir sind genug verreckt. Nochmal speichern. Oh, tschüss.